Es geht weiter mit den Flugzeugen und heute ist ein sehr spannendes Flugzeug dran, finde ich zumindest. Es geht um die Boeing 757. Was das Flugzeug kann, warum man es baute, warum vielen Fluggesellschaften jetzt ein Nachfolger fehlt und was der Middle of the Market ist und was die Boeing 757 in dieser Hinsicht sehr besonders macht, das schauen wir uns heute mal an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und mittlerweile befinden wir uns in unserer Flugzeugtypenreihe in einer Zeit, in der eigentlich nur noch zwei Piloten in einem Cockpit sitzen sollten. Bei Boeing funktioniert das mittlerweile schon auf den kürzeren Strecken in der Boeing 737. Allerdings gibt es noch kein wirklich größeres Flugzeug mit einer Kapazität von deutlich über 200 Sitzplätzen mit dieser modernen, zeitgemäßen Cockpitgestaltung. Wir befinden uns am Ende der 1970er Jahre und die eben noch modernen, erfolgreichen Boeing-Modelle 727 und 737, die sind mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen. Aber während die 737 selbst die perfekte Basis für etwas ist, was danach noch kommt, also man kann da noch viel draus machen, ist das Konzept hinter der 727, so schön sie auch sein mag, echt ein bisschen aus der Mode gekommen und nicht mehr ganz zeitgemäß. Drei Triebwerke für die Kurz- und Mittelstrecke, das muss ja nicht mehr sein. Und ein Flugingenieur kann man mittlerweile auch auf jeden Fall durch Technologie ersetzen. In der 747, da hat er vielleicht noch seine Berechtigung, obwohl man auch das in den nächsten Jahren angehen wird, aber auf der Kurz-Mittelstrecke, da kostet er für die Fluggesellschaften oder aus Sicht der Fluggesellschaften eigentlich nur noch unnötiges Geld. Die Boeing 727, die ihren Erstflug bereits im Jahre 1963 hatte und dann wirklich ein erfolgreiches Verkehrsflugzeug geworden ist, die sollte jetzt also ersetzt werden durch etwas Neueres. Und man hat erst einmal darüber nachgedacht, ob man das Ding einfach neu auflegt als Boeing 727-300. Aber auf lange Sicht sollte das wohl nicht den richtigen Erfolg bringen oder nicht den gewünschten Erfolg bringen, also musste etwas Neues her. Und da man jetzt, wenn man das so ein bisschen fies rechnet, bei Boeing eine Kapazitätslücke zwischen 130 Passagieren in der 737 und 410 oder noch mehr Passagiere in der 747 hatte, wenn man die veraltete 707 und die 727 aus dieser Rechnung schon rausnimmt, dann kann das neue Flugzeug am besten gleich in zwei Größen kommen. Man entwickelte dann zusammen die beiden Flugzeuge, die wir jetzt als Boeing 757 und 767 kennen. So viel schon mal vorneweg. Die 767 ist vor der Boeing 757 in der Luft gewesen, also chronologisch ist das nicht so ganz sinnvoll, was wir hier gerade machen, aber wir fangen jetzt trotzdem mal mit der 757 an. Man entschied sich nun also gegen eine einfache Neuauflage der Boeing 727 und wollte stattdessen ein komplett neues Flugzeug bauen. Das war eine ganz ordentliche Herausforderung. Immerhin sollte dieses neue Flugzeug jetzt in die großen Fußstapfen des ehemals in den 1960er Jahren erfolgreichsten zivilen jetgetriebenen Flugzeuges treten. Erst einmal sollte die neue Maschine natürlich das bieten, was wahrscheinlich jedes neue Flugzeug bieten sollte, und zwar mehr Effizienz im Vergleich zum Vorgänger. Die großen interessanten Argumente, die interessanten Versprechen, waren allerdings die angekündigten neuesten Cockpit-Technologien aus der modernen Zeit. Neue, größere Triebwerke mit einem großen Nebenstromverhältnis, dadurch sehr viel Power mit sehr viel Effizienz und dadurch geringe Kosten. Das galt natürlich gleichermaßen für die 7X7, so der Projektname der heutigen 767, und für die 7N7, das war der Projektname der 757. 1978 wurden dann genauere Informationen veröffentlicht, da war die Rede von einer 7N7-100 und einer 7N7-200 mit 160 bzw. 180 Sitzplätzen. Dabei sollten noch einige Teile für die 757 von der 727 übernommen werden. Zum Beispiel wurde die 757 damals noch mit einem T-Leitwerk geplant. Und das, obwohl man die Triebwerke trotzdem unter die Tragflächen packen wollte. Boeing bewarb das Projekt mit den Worten, jetzt mit diesem Flugzeug den niedrigsten Spritverbrauch pro Passagier pro 100 Kilometer an einem Narrowbody zu ermöglichen. Nur um das mal zu verdeutlichen, welche Bedeutung der 757 zugeschrieben wurde. Eastern Airlines und British Airways waren die Erstkunden der 200er Version. Boeing konnte damit mit dieser Bestellung nun erst einmal guten Gewissens anfangen zu entwickeln und zu bauen. Die 7N7-100 wurde dann links liegen gelassen, dafür hat sich nämlich niemand interessiert. Eine gute Entscheidung, wie sich dann im Nachhinein herausstellte, denn in den nächsten Jahren kam ja die Boeing 737 in mehrfach verlängerten Versionen auf den Markt und die konnte dann diesen beschriebenen Kapazitätsbereich der 7N7-100 ohne Probleme abdecken. Und das mit guter, zufriedenstellender Effizienz. Und nun ging es bei der Entwicklung der Boeing 757 darum, die Prioritäten an der richtigen Stelle zu setzen. Denn die 757 sollte ja eine verbesserte Version, ein vernünftiger Nachfolger der Boeing 727 werden. Die groben Eckwerte sahen vor, alles im Vergleich zu Boeing 727, dass die gut 5 Tonnen schwerere 757-200 mit knapp 20% effizienteren Triebwerken ausgestattet werden sollte und weitere 10% Effizienzgewinn wollte man mit Hilfe von aerodynamischen Verbesserungen aus dem Flieger rausholen. Das waren also schon mal hochgesteckte Ziele, das Ganze jetzt noch mit einer wichtigen Voraussetzung, und zwar sollte das quasi Leistungsgewicht der 757 besser sein als das der 727. Denn
Die 727 war schon bekannt dafür, viel Kraft zu bieten und auch von kurzen Start- und Landebahnen vernünftig einsetzbar zu sein. Beziehungsweise geht es auch darum, von sehr hohen Flugplätzen vernünftig einsetzbar zu sein. Und diese Eigenschaft, weil die 757 sollte wie gesagt eine verbesserte Version der 727 werden, diese Eigenschaft wollte man für Effizienz auf keinen Fall hergeben. Das heißt, die 757 braucht sehr starke Triebwerke und das verschaffte diesem Flieger im Nachhinein sehr ordentliche Leistungsreserven. Rolls-Royce und Pratt & Whitney lieferten die neuen Triebwerke für die 757 und das war übrigens auch das erste Mal, dass ein neues Boeing-Flugzeug zum sogenannten Launch mit britischen Triebwerken auf dem Hof stand. Und dann bei der fortschreitenden Entwicklung ließ man die typischen Boeing-Hirngespinste aller, wir müssen so gut wie alles vom Vorgänger übernehmen, weil hat ja auch da funktioniert, das ließ man dann sein und konzentrierte sich darauf, Boeing 757 und 767 wirklich parallel und vergleichbar miteinander zu entwickeln. Die beiden neuen Flugzeuge sollten sich von nun an so viele Systeme wie nur möglich teilen. Mit einem ganz klaren Ziel, ein Pilot, der eine Boeing 757 fliegen kann, der sollte auch uneingeschränkt eine 767 fliegen können und dürfen. Und heute ist das für uns natürlich völlig normal, damals aber war es ein wichtiger Gedanke und hob dieses neumodische Zweimann-Cockpit nochmal auf ein ganz anderes Level, mit einem sehr viel größeren Effizienzgewinn, als es sowieso schon bot. Hier für diese beiden neuen Flugzeugtypen auch ein neues gemeinsames Cockpit zu entwickeln, stellte die Boeing-Ingenieure vor ziemlich interessante Herausforderungen, was wir heute daran sehen, dass die 757 eine eigentlich Boeing-untypische Form hat. Aber es ging vor allem darum, dass ein Pilot, der in einer Boeing 757 sitzt, nahezu den gleichen Blick nach draußen hat wie ein Pilot, der in einer Boeing 767 sitzt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr von der Kabine aus ins Cockpit gehen wollt, bei der 767 eine Stufe nach oben gehen müsst, bei der 757 allerdings müsst ihr eine Stufe nach unten gehen. Dazu bekamen die neuen Flugzeuge auch komplett neu entwickelte Tragflächen. Generell kann man sagen, dass die 757 aerodynamisch sehr viel besser ist als die 727. Und sie bietet innen sehr viel mehr Platz für Passagiere. So ist die 757-200 nur knapp einen halben Meter länger als die 727-200, bietet auf dieser Länge aber sehr viel mehr Platz. So erreicht man direkt mal eine maximale Passagierkapazität von 240 Leuten. Das sind gut 50 Leute mehr als in einer 727. Im Januar 1982 wurde dann die erste Boeing 757-200 der Öffentlichkeit gezeigt. Im Februar ist sie zum ersten Mal geflogen und am 1. Januar 1983 war die Maschine dann erstmals bei Eastern Airlines im aktiven Linienbetrieb unterwegs. Und sie war effizienter, aber stärker und trotzdem deutlich leiser als das, was man vorher hatte. Ein Flugzeug, das man wirklich bewundern konnte, vor allem das Cockpit, denn da war echt der allerneueste Schnickschnack drin, sieht heute vielleicht ein bisschen alt aus, aber diese großen CRT-Bildschirme, die brachten das 757-Cockpit echt nochmal auf ein neues Level an Übersichtlichkeit und Digitalisierung. Denn eigentlich sah ein Cockpit, zum Beispiel der Boeing 737, zu dieser Zeit so aus. Interessanterweise war das Flugzeug aber quasi seiner Zeit voraus. Die US-Fluggesellschaften juckelten bei billigem Sprit mit ihren zu günstigen Preisen auf dem Markt in großen Stückzahlen verfügbaren MD-80 die amerikanischen Strecken hoch und runter und drei Jahre lang kaufte eigentlich niemand die Boeing 757. Und das, obwohl das Flugzeug ja neu war und es hatte sich auch keinen groben Schnitzer erlaubt, also die Maschine galt als zuverlässig und hatte sich eigentlich schon in der geringen Stückzahl, in der sie unterwegs war, bewährt. Und Spritpreise bleiben dann ja auch nicht immer günstig, sondern das Ganze wird wieder teurer und schon steht wieder Effizienz an oberster Stelle. Und dann kam die Zeit der Boeing 757 Ende der 80er Jahre und Boeing hatte zeitweise sogar über 300 offene Bestellungen auf dem Schreibtisch liegen. Mit Rolls-Royce-Triebwerken ausgestattet bekam die Boeing 757-200 dann das auch für effizientes Transatlantikfliegen nötige ETOPS-Rating. Aber das war ein Markt, der eigentlich gar nicht für die 757 gedacht war. Und trotzdem, mit einer Reichweite von knapp 7000 Kilometern, war das gut möglich. Und die 757 eröffnete damit das Point-to-Point-Langstreckenfliegen mit nicht allzu großer Passagierkapazität, bevor diese fancy Begriffe überhaupt erst erfunden waren. Boeing baute einen Frachter und eine Kombi-Version und die 757 wurde ein richtiger Erfolg. Ein tolles Flugzeug, nur bei An- und Abflügen, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, machte der Flieger den Behörden eine etwas zu große Welle. Aufgrund der Aerodynamik der 757 waren die Wirbelschleppen etwas ausgeprägter, als man das eigentlich von Flugzeugen dieser Gewichtsklasse gewohnt war. Und deswegen musste die 757 die Grenze von 136 Tonnen zum Heavy gar nicht knacken. Und die 757 ist damit der einzige Heavy, der laut Definition gar keiner ist. Ende der 90er Jahre verlängerte Boeing dann die 757 auf Wunsch einiger Fluggesellschaften um etwas mehr als 7 Meter. Daraus entstand die 757-300, die mit über 54 Metern Rumpflänge eines der längsten Passagierflugzeuge mit nur einem Gang ist. Somit hatte der Flieger jetzt Platz für bis zu 295 Passagiere, den anfangs erwähnten Leistungsreserven sei Dank. Und Condor bestellte als Erstkunde die 757-300 und übernahm
sie dann im Jahre 1999. Damit ist die 757-300 eigentlich noch gar nicht so alt. Das Cockpit aber, das hat man natürlich von der 757-200 übernommen, um die entsprechende Kommunalität da an dieser Stelle nicht zu zerstören. Damit hatte man aus der Boeing 757 irgendwie ein Nischenprodukt gemacht. Die 757-300 ist einfach unfassbar lang. Es gehen wahnsinnig viele Leute rein für einen Narrowbody. Und dazu eine ganz ordentliche Reichweite, mehr Reichweite als der A321 zu dieser Zeit bieten konnte. Damit perfekt für Charterfluggesellschaften wie zum Beispiel Condor. Und die 757-200 mit nicht ganz so viel Passagierkapazität, aber dafür einer richtig ordentlichen Reichweite. Perfekt für den amerikanischen Markt. Dieser Flugzeugtyp definiert damit quasi den Middle of the Market, die Lücke zwischen Narrow und Widebody. 2004 wurde die letzte Boeing 757, eine 757-200, gebaut und ausgeliefert. Das war übrigens die 1050. Maschine dieses Typs. Aber auch dieses Flugzeug wurde natürlich alt und die Airlines waren nun gezwungen, sich um eine Alternative zu kümmern. Aber sie waren nun immer vor die Wahl gestellt, wenn sie die 757 ersetzen wollten, ob sie ein kleineres Flugzeug nehmen, eine 737 oder ein A321, der entsprechend weniger Reichweite und weniger Passagierkapazität bietet, oder sie nehmen ein größeres Flugzeug, ein Widebody, der dann mehr Passagierkapazität und mehr Reichweite bietet. Einen wirklich perfekten Ersatz, vor allem für die 757-200, gab es nie. Und auch die hochgezüchteten Varianten der 737 oder des A321 als 737 MAX 10 oder als A321 Long Range, die können nicht genau das, was vor allem die 757-200 kann. Ab 2005 gab es dann Winglets für die 757 zum Nachrüsten, für die 200er und die 300er Version, und das sorgte nochmal für einen ordentlichen Effizienzgewinn und verschaffte dem Flieger ja damit auch mehr Zeit bei den Fluggesellschaften. Aber wie gesagt, einen wirklichen Ersatz gibt es noch nicht, und ob mit der Boeing 797 in den nächsten Jahren einer kommen wird, wer weiß. Und das macht den Flugzeugtypen Boeing 757 ja irgendwo auch sehr charmant. 8 Totalverluste gab es in der ganzen Zeit, 2 davon allein am 11. September 2001. 574 Menschen starben in der ganzen Zeit an Bord einer Boeing 757. Tatsächlich lässt sich kein einziger dieser 8 Totalverluste auf ein technisches Versagen der Boeing 757 zurückführen. Das hatte immer andere Gründe. Aber dafür kann der Flieger was anderes nicht ganz so gut, und zwar er riecht häufiger mal ein bisschen schlecht. Laut einer Studie der Civil Aviation Authority aus dem Jahre 2006 zum aerotoxischen Syndrom kommen von 1050 registrierten Fällen 43% von der Boeing 757. Das ist nicht so wahnsinnig gut. Und auch in Deutschland ist die 757 ganz offiziell das Flugzeug, was zu diesem Thema, zum aerotoxischen Syndrom, am häufigsten in den Statistiken auftaucht. Na sowas. Von den 1050 produzierten Maschinen fliegen übrigens noch knapp 70%. Auch die älteste oder die erste je gebaute 757, die fliegt immer noch. Und die älteste sich im Passagierbetrieb befindliche 757, das ist eine 757-200 der Jet 2, die ist mittlerweile knapp 31 Jahre alt und kommt damit aus dem Geburtsjahr des A320. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen mit dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare zu Boeing 757 und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut gerne mal auf aeronewsgermany.de vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen lieben Dank für eure ganzen schönen Bilder auf der Seite übrigens. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.